Hallo liebe Angelfreunde, wir haben es heute im Winter mit dem Flatkorb auf dicke Brassen abgesehen. Unsere heutige Angeldistanz beträgt 65 Meter. Nun würde ich schon sagen, lass die Spiele beginnen. Nun kommen wir zu den verwendeten Ködern heute. Auf was es im Winter ganz wichtig drauf ankommt, sind passive Köder wie Mais, tote Maden oder Bollies. Auf was ich heute einen Faktor lege, sind die tote Maden, weil ich habe somit einen Naturköder, der dennoch passiv für große Brassen unten am Boden liegt und nicht quirlig rumzappelt. So vermeiden wir auch, dass kleine Fische an den Platz kommen. Wie gesagt, wir haben es heute auf dicke Brassen abgesehen und deshalb nehme ich den Naturköder Made, aber dennoch als toten Köder. Somit liegt er passiv am Grund und die Brasse kann ihn sauber aufnehmen und die kleinen Fische vermeiden diesen passiven Köder. Das Tackle, was wir heute verwenden, ist einmal die Prime X Feeder in 380 und die Multiulf 365/395. Nun kommen wir zu den Rollen. Als Rollen habe ich zweimal bestückt die Prime Feeder NG in 4500. Was dazu zu sagen ist, einmal habe ich diese mit Monoschnur bespult und einmal mit geflochtener Schnur, dass ich mit der Monoschnur den Flat angeln kann und eine saubere Dehnung in der Schnur habe. Ebenfalls habe ich die andere Rolle mit geflochtener Schnur bespult, um somit auch mal mit dem normalen Vorfach zu angeln und vor allen Dingen die Startfütterung hinzulegen. In der Startfütterung hatte ich Würmer, tote Maden und Caster gefüttert. Ich würde sagen, mit diesem Gerät bin ich heute gut gewidmet, um die dicken Brassen nachzustellen. Die verwendete Montage ist heute unsere 13,5er Montage. Sie besteht aus einem normalen Wirbeln und drei Gummistoppern. Warum heißt die 13,5er Montage? Sie wird mit den drei Gummistoppern auf eine Länge von 13,5 cm festgelegt. Dort haben wir die wenigsten Verwicklungen. Die 13,5er besteht aus einer sogenannten Helikoptermontage. Das heißt, wir können das Vorfach anbringen und somit normal angeln oder wir können das Vorfach aushängen und hängen unten an den Wirbel nur den Flatkorb. In dem Fall heute habe ich die drei Gummistopper da, um mal später vielleicht auf ein normales Vorfach zu wechseln und vielleicht somit die Brassen zu überlisten. Aber unser Hauptfisch soll ja heute sein, das Angeln mit dem Flatkorb auf dicke Brassen. Und deshalb nehme ich heute nur den Wirbel und hänge da den Flatkorb ein. So, nun haben wir den zweiten Fisch am Band. Wir konnten als erstes schon die erwünschte Brasse fangen. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier auch die zweite Brasse landen können. Ja, eine Brasse ist es schon mal. Jetzt müssen wir sie nur noch landen. Wie gesagt, mit dem Flatkorb. So, dann haben wir die zweite Brasse des heutigen Tages. Ja. Für mich hat sich schon mal im Winter die Session erfüllt. Zwei Fische ist im Winter schon mal sehr gut. Ja, hier die zweite dicke Brasse des heutigen Tages. Als Köder habe ich verwendet unseren Smiley und zwei tote Maden. Und ich denke, so kann es weitergehen.
In diesem Beitrag wollte ich euch zeigen, wie ich am besten die toten Maden mit den sogenannten Smileys anbringe, die Bollies oder das herkömmliche Maiskorn. Ich verwende sehr gerne, um die Bollies anzubringen, die MS Vayne's Spikes. Das ist eine Methode, wo ich sehr schnell den Bolly drauf spiken kann. Also durch den Drahtspieß kann ich sehr schnell den Bolly reindrücken und habe somit eine schöne Präsentation am Öhrhaken. Das herkömmliche Maiskorn präsentiere ich sehr gerne an dem Rapid Stopper von MS Vayne's. Da gehe ich einfach mit der sogenannten Bollynadel in den Rapid rein, schiebe es aufs Maiskorn auf und habe somit diese perfekte Präsentation am Öhrhaken für die Brassen beim Maiskorn. Für die tote Maden oder in Kombi mit den Smileys, also den Kunstkugeln, nehme ich einen herkömmlichen normalen Haken, den ich an der Hakenbinde gebunden habe und piekse hier ein, zwei Maden auf und davor schalte ich dann die lilane, grüne Kunstkugel. So, nun das Endfazit. Wir konnten wunderschöne Brassen in einem Abstand von 15 Minuten fangen. Ich denke, für eine Wintersession ist das perfekt. Es fängt jetzt auch an zu regnen und ich würde sagen, somit beenden wir diesen Videodrehtag. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Tricks mitnehmen und das Video hat euch gefallen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Marvin. Ciao.